Meine Damen und Herren, zunächst bedanke ich mich für die Einladung, hier zu sprechen. Dieser Club Münster hat in Berlin einen hervorragenden Ruf. Gerd Habermann, also mein Con-Vorstandsmitglied, schwärmt geradezu von Ihnen. Er war hier auch schon, wie er mir erzählte. Wie oft, weiß nicht, aber zumindest erschwärmt von Ihnen für die Art und Weise, wie Sie dies hier eine solche Veranstaltung machen, mit Musik, mit festlichem Rahmen und der Jugend zugewandt durch Ihre, stimmt da was nicht? Ja, alles gut. Ja, alles gut, okay. Und der Jugend zugewandt durch Ihre Preisverleihung. Ah, machen wir so, ja. Durch Ihre Preisverleihung. Das ist ja das Beste, was man tun kann, dass man die Jugend prämiert für die Ideenwelt, die wir haben oder die sie haben kann und sollte. Und wir machen das ja in der Hayek-Gesellschaft jetzt auf den Hayek-Tagen schon seit einigen Jahren, dass wir einen Essay-Wettbewerb haben für junge Studierende. Man sagt ja heute Studierende und nicht Studenten. Und das ist auch immer sehr schön, was die dort tun und was sie für Gedanken haben. Alles liberale Geister. Und wenn die Jugend Liberalität begeistert, dann ist es für unsere Zukunft vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir sozusagen so pessimistisch sein sollen oder sein wollen, obwohl der liberale Gedanke ja in Deutschland traditionsgemäß keine ganz große Resonanz, keinen großen Resonanzboden hat. Und ich freue mich, was ich von Ihnen gehört habe, was Sie alles vorhaben. Das ist ja genau das, was wir brauchen. Und ich hoffe, dass Sie auch sehr viel Erfolg haben werden hier in Münster. Also mein Dank, dass ich hier sein darf. Und ich möchte sprechen über die Überschrift Zerfällt die Europäische Union. Und die ergänzende Unterschrift soll sein: Wir brauchen mehr Subsidiarität. Ja, meine Damen und Herren, wenn ich es richtig betrachte, so möchte ich mal beginnen mit einer Legende. Europas Ursprung liegt in Asien. Jedenfalls, wenn man auf die Sage der griechischen Mythologie rekurriert. Danach wurde bekanntlich das Mädchen Europa, eine, wie es heißt, bildhübsche phönizische Königstochter, vom Götterfürsten Zeus, der sich in einen Stier, einen gut riechenden Stier verwandelt hatte, wurde sie an die Staden aus Libanon, an die Staden Kretas, an die Strände, an den Strand Kretas entführt. Und die beiden zusammen hatten 4 Kinder. Und 2 waren oder sollen besonders klug und gerecht gewesen sein, sodass sie dann auch von Zeus zu Richtern in der Ewigkeit, in der Götterwelt emporgelobt worden sind. Und daraus resultiert oder daraus leiten ab einige Juristen, dass Kreta, das Europa, mit dieser Legende verbunden eine Rechtsgemeinschaft ist, was die EU anbetrifft. Eine Rechtsgemeinschaft wegen dieser beiden Kinder. Lassen wir es doch dabei, dass wir das glauben, dass es so sein könnte. Aber wir kommen noch auf die Rechtsgemeinschaft zu sprechen, ob das nachwirkt oder ob das, was hier passiert, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten noch eine Rechtsgemeinschaft ist. Auf jeden Fall, der phönizische Name Europa, das sei hinzugefügt, heißt eigentlich Sonnenuntergang. Abendland, Sonnenuntergang. Und vielleicht komme ich darauf zurück. Von der Mythologie zur Gegenwart
Geht im Europa der Rechtsgemeinschaft die Europäische Union unter, die Sonne der Europäischen Union? Stehen wir vor dem Zerfall der EU? Lassen Sie mich einige Gedanken präsentieren. Vor genau 73 Jahren erhob der britische Premierminister Winston Churchill in einer berühmten Rede von 1946 in der Aula der Universität Zürich die Forderung, dass nach allem Elend nach dem Kriege, nach allem Elend, die die europäische Kriegshistorie impliziert und hinterlassen hatte, nun endlich Zeit, wie er sagte, für die Konzipierung einer europäischen Friedensunion gekommen sei. Die Zeit für die Schaffung eines Integrationsraumes für Frieden und Freiheit, zur Schaffung eines Integrationsraumes Kontinentaleuropa unter der Headline The United States of Europe. Das war das, was Winston Churchill sagte. Allerdings, er dachte überhaupt nicht daran, dass England daran teilnehmen sollte, sondern er dachte in, ich würde mal sagen, in einer Pentarchie. In einer Pentarchie, die bedeutete, dass die Großmächte, die großen Mächte, so stellte er sich das vor, das waren die USA, das war Russland, das war China, das war Kontinentaleuropa und Großbritannien. Extra, Kontinentaleuropa und Großbritannien, die Welt prägen sollten, die großen Spieler sein würden. Also Europa, the United States of Europe, without Great Britain. Das war schon damals angelegt. Und wenn wir heute sehen, wo das hingeführt hat, dann ist es eigentlich kein Wunder. Es war übrigens auch die Zeit, 1947, die Zeit, in der Friedrich August von Hayek bekanntlich die Montparnasse Society gründete. Eine Vereinigung von liberalen Wissenschaftlern, Historikern, Politikern, Philosophen, Publizisten und Unternehmern mit dem Ziel, eine neue Welt der Freiheit zu denken. Und aus diesem Ereignis und diesem freiheitsintendierten Denken leitet sich ja auch die Friedrich August von Hayek Gesellschaft ab. Nun, mit den römischen Verträgen von 1957 endeten die über Montanunion und Euratom zunächst sektoral angelegten Integrationsschritte und führten zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG. Wie wir wissen, die Zielsetzung war eindeutig: Frieden schaffen durch Wohlstand erzeugen. Denn Wohlstand ist eine der notwendigen Bedingungen für Frieden. Wir kennen alle den weiteren Verlauf der institutionellen Integrationsschritte. 1965 die Gründung der Europäischen Gemeinschaft, EG. 1993 die Gründung der Europäischen Union, EU, mit den Attributen Maastricht-Vertrag für die Einführung des Euro. Darauf komme ich noch zu sprechen. Und die Binnenmarktvollendung. 2004 fand die Osterweiterung statt. 2007 dann wurde durch den Lissabon-Vertrag die rechtliche Fusionierung der EG- und EU-Verträge vollzogen. Dabei dominierte, und das bis heute, und ich betone das, das Denken in institutionellen Ewigkeiten. Jeder neue politische Integrationsschritt wurde bisher zum eindeutigen, alternativlosen Integrationsfortschritt erhoben, aus dem man als Mitglied unter keinen Umständen ausscheiden könne und dürfe. Ganz im Hayek'schen Sinne dominiert hier, so will ich es mal sagen, die EU-politische Anmaßung von Wissen darüber, welcher denn für alle Mitglieder gleichermaßen der richtige Weg sei, auf dem Europa integriert werden müsse, weil er doch Integrationsfortschritte für die Ewigkeit für alle bedeute. Ich möchte vier Grundlinien dieses Integrationsprozesses
herauskristallisieren, und zwar kritisch. Erstens, grob gesprochen, besteht die EU aus zwei Institutionen ökonomisch gegensätzlichen Integrationsansätzen. Da ist einerseits der im Kern freiheitliche Binnenmarkt mit einer Philosophie der Wohlstandsmehrung durch den Abbau von Grenzen, von den Binnengrenzen innerhalb des Integrationsraums, mithin durch Schaffung eines Szenarios EU-regionaler Globalisierung, also durch grundsätzlich marktwirtschaftlich orientierte Steuerung des Integrationsprozesses. Deshalb ist der Binnenmarkt der starke, wie ich es auch nennen müsste, Herzmuskel der EU-Integration. Er basiert auf der grundlegenden Idee und Erfahrung, dass Freihandel gegenüber Protektion, leider ist der Präsident der Amerikaner hier nicht unter uns, Freihandel gegenüber Protektion die bessere, weil wohlstandsträchtigere Institution ist. Insofern impliziert der EU-Binnenmarkt mit seinen vier Freiheiten der transnationalen Bewegung von Menschen, Gütern, Dienstleistungen, Kapital durchaus einen signifikanten Integrationsfortschritt. Es ist nicht nur oder vor allem aber doch Herr van Zundrum, der darauf hingewiesen hat in einem Papier, dass es ein substitutionales Verhältnis gibt zwischen der Freiheit der Menschen, der Bewegungsfreiheit und der Freiheit der Dienstleistung und Gütern, vor allem der Güter, wenn man nur den Wohlstandsfortschritt meint, dann sind das Substitute eigentlich. Man braucht die Menschen nicht zu bewegen, wenn Freiheit des Güterhandels besteht, dann ist das sozusagen durch Menschen nicht mehr zu toppen, weil das ja schon dadurch entsteht, dass Güterhandel frei ist. Wenn wir die Menschen frei laufen lassen oder frei bewegen lassen, dann hat das andere Gründe. Die sind nicht unbedingt mit einer Erhöhung des Wohlstands innerhalb der EU, sondern mit persönlichen Präferenzen zu tun hat, was ja auch durchaus eine Rolle spielt. War der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, den ich hier herausstellen will, über diesen freiheitsorientierten Binnenmarkt, meine Damen und Herren, wölbt sich allerdings ein politisches Regierungsgeflecht, Regulierungsgeflecht, das im Kern der Integrationsphilosophie des politischen Zentralismus entspricht und der marktwirtschaftlich orientierten Philosophie der Subsidiarität und Dezentralität des Binnenmarktes sichtbar entgegenwirkt. Die Freiheitsmechanismen des Binnenmarkts werden mithin zunehmend erdrückt. Man kann auch sagen, dass die wohlstandserzeugende ökonomische Wettbewerb des Binnenmarkts durch die den politischen Wettbewerb abtötende Kartellierung in der EU-Zentrale wieder eingefangen wird. Also eben auf der einen Seite den Binnenmarkt und auf der anderen Seite ein überwölbendes Geflecht von Regulierungen. Mit anderen Worten, diese Regulierungen heben die Wohlstandsentwicklung dieses freiheitlichen Binnenmarkts wieder auf. Weitestgehend jedenfalls. Ja, er wirkt dem entgegen. Man kann auch sagen, dass der wohlstandserzeugende ökonomische Wettbewerb des Binnenmarkts durch die den politischen Wettbewerb abtötende Kartellierung in der EU-Zentrale wieder eingefangen wird. Ich will hinzufügen, dass wir, kam ich später noch etwas darauf, dass wir hier die Idee haben sollten, dass es nicht nur ökonomischen Wettbewerb gibt, sondern auch politischen Wettbewerb, der, wenn man ihn aufhebt, ihn kartelliert, zentralisiert, dieselben negativen Effekte haben kann oder sogar hat, wie die Aufhebung des ökonomischen Wettbewerbs durch Kartelle. Es gibt politische Kartelle, Zentralisierung ist eine Monopolisierung sogar, die denselben Effekt hat
die Bürger zu entmündigen und damit den negativen Effekt hat, wie ökonomische Kartelle, die den Konsumenten entmachten. Die Fliehkräfte hin zu Exit-Optionen, Sezessionsszenarien, differenzierteren Integrationsgeschwindigkeiten und nunmehr sogar wegen der Flüchtlingsproblematik durch Schließung der nationalen Binnengrenzen nehmen dramatisch zu. Und was die vielbeschworene Solidarität innerhalb des Integrationsraumes EU betrifft, so mag es gerade in diesen Zeiten nicht täuschen, dass sich diese Solidarität eher, wie ich es bezeichnen würde, Schönwetter, als schon Schönwettervokabel, denn als institutionelle Tatsachebeschreibung erweist. Zudem sehen wir, dass der Begriff der Solidarität als strategische Variable zunehmend missbraucht wird, um die EU und noch exzessiver den Euroraum zu einer Transferunion und Haftungsgemeinschaft auszubauen, in der die Selbstverantwortung unter die Räder kommt. Zu beobachten ist auch, dass in der EU zunehmend nicht mehr durch eine Zentrale oder ein Hegemon so einfach verbindlich festgelegt werden kann, was denn solidarisch und was denn gerecht sei in Europa, zum Beispiel in der Flüchtlingsverteilung oder in der Euro-Rettungsagenda, sondern zunehmend subsidiärer entschieden wird. Das kann ein Hegemon offensichtlich nicht mehr so ohne weiteres, sondern es wird von den einzelnen Mitgliedstaaten bzw. den neuen Subclubs, auf die ich zu sprechen komme, innerhalb der EU, wie zum Beispiel die Visegrad-Staaten oder auch in Ländern wie dem Vereinigten Königreich, das demnächst ausscheiden wird, entsprochen wird. Das heißt, die Zeit ist offensichtlich vorbei, dass ein Hegemon, zum Beispiel Deutschland, wenn Deutschland Hegemon ist, einfach sagen kann, wie die Kanzlerin sagen kann, ich hole die Flüchtlinge rein und ihr nehmt sie mir mit ab. Und ich entscheide, in welchen Dimensionen das stattfindet für jedes Land. Dies wird nicht oder es funktioniert nicht. Sollte nicht vielmehr wettbewerbliche Subsidiarität in der EU anstatt mehr politische Zentralisierung die neue Integrationsstrategie heißen, mit dieser Fundamentalfrage, die das Problem der Förderung oder Abschaffung des innereuropäischen Institutionenwettbewerbs impliziert, offenbart sich erneut mit einiger Schärfe die von Anfang an in der EU existierende prinzipielle Diskrepanz zwischen vor allem Frankreich als dem Hauptvertreter eines eher staatszentralistischen Integrationskonzepts mit den romanischen Ländern im Schlepptau und Großbritannien als Hort eines eher marktwirtschaftlich dezentralen Integrationsansatzes, in also der Subsidiarität zählt. Dazu möchte ich einige Überlegungen machen. Wenn England jetzt ausscheidet, dann gibt es nach meiner Meinung einen paradigmatischen Wechsel, der eher dezentral, marktwirtschaftlich, aus liberalen Gesichtspunkten heraus wünschenswerte Partner innerhalb der EU, der von vielen als Störenfried immer genannt wird, wenn die zentralistischen Formen, die vor allem von Frankreich initiiert worden sind, nicht sozusagen geradewegs realisiert werden kann. Wenn Großbritannien ausscheidet, was wahrscheinlich ist, nicht sicher, aber wahrscheinlich ist, dann gibt es einen paradigmatischen Wechsel. Und ich bin nicht sicher, wie sich die Bundesrepublik, wie sich die deutsche Regierung dazu stellt. Sie hat ja in diesem Zwiespalt, sagen wir mal so, unterschiedlichen Ansätzen der Integration zwischen Frankreich und Großbritannien nie Richtung Stellung bezogen, beziehungsweise eher die französische Karte gespielt als die britische. Also die britische war in dieser Regierung, unter dieser Kanzlerin, offensichtlich nicht richtig akzeptiert. Ich halte das für ein Problem, auch für die Zukunft, wenn dieser paradigmatische Wechsel stattfindet. Ich will zum dritten Punkt kommen, den ich hier herausschieben möchte,
Erst 2009 wurde mit dem Artikel 50 der Austritt aus der EU, also das Sezessionsrecht, vertraglich geregelt geworden ist. Ich weiß gar nicht genau, welches Land der Initiative ergriffen hat. Viele sagen, das war Frankreich. Viele sagen, das war Großbritannien. Viele sagen, weder noch. Es hat sich irgendwie so ergeben. Vielleicht weiß er von Sundholm oder andere Experten mehr darüber. Aber es ist passiert. Und zwar auch gegen den Willen der Bundesregierung. Ich war überrascht und wollte es eigentlich gar nicht haben. Der Austritt aus der EU, also der Ewigkeitsgedanke, das wird für ewig der Fortschritt sein, was wir da tun, der ist durchbrochen durch eine Exit-Optionsklausel, die neu ist, total neu. Und ich habe mit einigen Verfassungsrechtlern gesprochen in Hamburg, die sagten, das ist ja unmöglich, das geht doch gar nicht, sollte man nicht tun. Es ist passiert und meine Meinung dazu, es ist Gott sei Dank passiert. Es ist die Austrittsmöglichkeit ist da. Indirekt handelt es sich hier um das grundsätzliche Anerkennen von integrationspolitischen Irrtumspfaden, aus denen heraus man die Exit-Option wählen kann. Irrtümer. Bisher war das eigentlich nicht erlaubt, dass der EU-Integrationspfad unter anderem auch als Irrtum in vielen Dingen geschah. Wer das öffentlich sagte, war ein Anti-Europäer. Durfte nicht gesagt werden. Aber nun steht es im Artikel 50 drin. Und es war die direkte Hinwendung zu denken in Kategorien moderner Theorien politischer und ökonomischer Clubs, in die man unter bestimmten Bedingungen eintreten kann, aber aus denen man auch wieder austreten können muss. A world full of overlapping clubs, so hat James Buchanan das 1965 schon geschrieben. Was ist denn ein Club in dieser Hinsicht? Das ist nicht so leicht, zu schwer zu beschreiben. Ein Club ist ein Raum, ein Integrationsraum, in der sich Individuen oder auch Organisationen, Unternehmen ansiedeln, genau wie dieser Club hier auch, der gemeinschaftliche Güter für diesen Club, wie in einem Tennisclub oder Briefmarkenclub auch und Hi-Hat-Club, anbietet für die Mitglieder. Und die Mitglieder zahlen dafür. Es gibt das Exklusionsprinzip für die Leute, die nicht Mitglied sind. Und innerhalb des Clubs gibt es partielle Rivalitäten, aber auch Kooperationen. Auf jeden Fall, das sind Clubs. Und insofern sind Clubs ja sehr weit definierbar, sehr unterschiedlich. Deutschland ist ein Club, Europa ist ein Club, ein anderer Club. Jedes Land ist ein Club, die NATO ist ein Club und so weiter. Man kann das alles clubtheoretisch sehen, wie James Buchanan das gemacht hat. Und das ist insofern ganz interessant, wenn man diese Clubtheorie anwendet. Also man kann rein und wieder raus. Man kann rein und wieder raus. Und das ist wahrscheinlich oder auch ziemlich sicher die Welt, in der wir jetzt zunehmend auch in der EU leben. Rein und raus. Das heißt also auch, wer raus will, der hat offensichtlich eine andere Präferenzstruktur gewonnen. Vielleicht auch aus den Methoden, mit denen die Clubmitglieder dies oder jenes gestalten. Großbritannien tritt aus dem Club wahrscheinlich aus, weil die Clubmitgliedschaft nicht mit den Präferenzen der Bürger oder jedenfalls einem großen Teil der Bürger entspricht. Großbritannien, wir kennen die Historie Großbritanniens und Winston Churchill hat es ja auch gesagt, ist eigentlich nie richtig emotionales Mitglied gewesen in der EU. Interessanterweise ist dieses Denken Realität auch nicht auf die Diskussion im Ausscheiden eines Landes aus dem Währungsclub Euro übertragen worden, wo die Politik grundsätzlich immer noch dem institutionellen Ewigkeitsgedanken huldigt, mit der überaus breiten Rettungsschirmphilosophie dieses Ewigkeitsdenken natürlich auch aufrechterhält. Whatever it takes,
Der Euro muss gerettet werden. Die Euro-Krise in der letzten Zeit, aufgrund der alles dominierenden Flüchtlingskrise, ist in den Hintergrund getreten. Aber, meine Damen und Herren, sie schwelt weiter. Sie kommt wieder hoch. Warum? Weil der Euro oder die Eurozone eine durch und durch instabile Institution ist. Sie wird nur noch, sie existiert eigentlich nur noch oder überwiegend dadurch, dass sie ständig mit neuen Formen, Ideen und Maßnahmen der Rettung aufrechterhalten wird. Der Euro wird gefeiert als zweitgrößte Währung der Welt. Ich habe gerade in einem Fernsehinterview mit unser bayerischer Freund, der damit beteiligt war, als Minister, der glühte geradezu, diesen Euro geschaffen zu haben, mit der Dimension, es sei doch die zweitstärkste Währung der Welt. Daran zeigt sich, meine Damen und Herren, es ist gar kein ökonomischer Sachverstand vorhanden, sondern es ist eine reine Politikkategorie. Wenn ich aber eine solche Währungsunion schaffe, und wir haben ja eine Historie von Währungsunionen hinter uns, mit allen Überlegungen und allen Erfahrungen, warum die Währungsunionen der Vergangenheit, die zwischen Ländern künstlich aufgebaut worden sind, warum die gescheitert sind. Wir wissen das, aber die Politik, die das damals gemacht hat, die stand natürlich unter politischem Druck der Wiedervereinigung, das muss man schon zugestehen. Das bedeutet aber nicht, dass ich den Verstand nicht einschalte. Helmut Kohl hat bewusst, wie er mal sagte, die Bundesbank nicht angerufen, weil er wusste, die sagen, no, mach es nicht so. Er hat sie gar nicht angerufen, wollte es gar nicht wissen und hätte ihn gestört und so weiter. Das kann man schwer ertragen, wenn man das hört, aber es ist eben so. Und die Frage ist, warum geht es immer so weiter? Warum lernt die Politik nicht, dass der Euro nicht zu retten ist, so wie er konstruiert ist? Warum ist das so? Wenn wir uns überlegen, wenn man ein bisschen was von Wechselkurstheorie versteht, von Währungs- und Wechselkurstheorie, dann weiß man, warum. Der Wechselkurs, die Wechselkurse sind zwischen den Ländern, zwischen den heterogenen Ländern, sehr unterschiedlichen Ländern, fixiert. Allein das schon muss jedem, auch dem Laien, klar machen, klar werden, dass das nicht funktionieren kann. Wir könnten auch mit Russland keinen konstanten Wechselkurs haben, auch wenn wir es politisch wollten. Vielleicht machen das einige irgendwann mal, wenn die an die Macht kommen. Aber warum nicht? Weil die Wechselkursrelation, die Wechselkurse der Länder, sie messen sozusagen, sie sind der Preis dafür, wie die Kapitalmärkte diese Länder einschätzen. Und schwache Länder, die eine schlechte Performance in ihrer Wirtschaftspolitik haben, deren Wechselkurs, das ist ein alter Hut, das merken wir jeden Tag, wird abwerten, wird sinken. Und umgekehrt, starke Länder, die ökonomisch stark sind, und ja, die haben eine Aufwertungstendenz. Diese Auf- und Abwertungen wollte aber keiner mehr. Die Franzosen haben gesagt, immer müssen wir abwerten gegenüber der deutschen Mark. Das wollen wir nicht mehr. Als Grande Nation können wir es nicht mehr leisten. Wir wollen das nicht. Und die Briten wollten es auch nicht mehr. Die Länder im Mittelmeer wollten es auch nicht mehr. Und dadurch entstand eben die Idee, wir machen doch einen gemeinsamen Wechselkurs. Nun, das Dumme ist nur, damit egalisiert man zwar den Wechselkurs, aber nicht die dahinterstehenden ökonomischen Unterschiedlichkeiten, die sich da entwickeln. Und ich sage, das ist ja jedem bekannt, der Wechselkurs des Euro ist für Deutschland unterbewertet, zu niedrig und für viele andere Länder zu hoch. Die dürfen nicht abwerten, damit sie wieder wettbewerbsfähig werden. Also muss man das anders machen, durch politische Transfers, durch Maßnahmen, ja, wie wir alle wissen,
durch ESM und alle möglichen Maßnahmen jetzt, um diese Länder sozusagen zu stabilisieren. Früher wurde es durch Wechselkurs gemacht, die Wettbewerbsfähigkeit hergestellt. Das ist alles nicht mehr erlaubt und insofern darf man das nicht feiern, sondern man muss versuchen, dieses System der Eurozone endgültig zu verändern. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich hier nicht aufzeigen will, aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass man die Ewigkeitsgarantie, also meine These, diese Entwicklung, diese Integrationsformen für ewig gültig und gut zu heißen, dass man die aufgibt. Ja, dann ist die Frage, viertens, mein vierter Punkt, wo man hinsieht, meine Damen und Herren, wo man hinschaut in der EU, werden fundamentale Rechtsregeln zunehmend missachtet. Die jüngsten Beispiele leiten sich aus der Flüchtlingskrise ab, die dafür sorgt, dass zum Beispiel Schengen und Dublin sowie für den Binnenmarkt kodifizierten Freiheitsregeln der Grenzziehung faktisch außer Kraft gesetzt sind. Haben Schengen und Dublin noch Zukunftschancen? Was wird aus diesen Institutionen? Und schon längst mussten wir uns daran gewöhnen, dass für das Funktionieren der Europäischen Währungsunion oder der EWU im Maastricht-Vertrag festgelegten Basisregeln, so etwa die No-Bail-Out-Vorschrift, sowie die Schulden- und Defizitregeln in den Euroraum realiter keine Bedeutung mehr haben. Obwohl Sanktionen für die Verletzung dieser Rechtsregeln vertraglich kodifiziert sind, werden sie nicht eingeleitet. Es ist Frankreich. Es ist Italien. So sagte mal Juncker, wenn Rechtsregeln massiv etwas bei Deutschland, hat er es nicht gesagt. Wir haben es ja auch mal gemacht. Aber es heißt dann Rechtsregeln hin und her, ist Great Britain oder ist es Italien. Obwohl Sanktionen für die Verletzung dieser Rechtsregeln vertraglich kodifiziert sind, werden sie nicht eingeleitet. Also das ist auch ein Regelverstoß. Vor allem deshalb wirkt der Euro nicht integrationsfördernd, sondern im Gegenteil natürlich integrationssprengend. Auch dies muss diskutiert werden, ebenso wie die juristisch uneindeutig qualifizierten Kompetenzüberschreitungen der EZB in ihren monetären und staatsfinanzierenden Aktivitäten. Ganz abgesehen von Draghis umstrittener Geldpolitik mit seinen fatalen Nebenwirkungen, wenn man durch eine Nullzinspolitik, die für eine Marktwirtschaft allokativ zentrale Funktion des Zinses außer Kraft setzt, der Zins ist gerade im Hayek-Schen-System, der Zins ist die Steuerungsvariable zwischen den Dispositionen der Menschen, der Gegenwart und der Zukunft und den Investitionen der Unternehmen. Der Zins ist es. Und wenn ich den außer Kraft setze, als Steuerungsvariable, dann kriege ich das Problem, was wir alle haben. Assetbildung, unerwünschte Ressourcen, Umverteilung und alles Mögliche. Hier hilft die österreichische Schule, dem Herrn Draghi das mal beizubringen, dass es sowas gibt. Wir müssen auch die Frage stellen, ob die EU noch eine allseits funktionierende Rechtsgemeinschaft ist, auf die man bedingungslos vertrauen kann. Und das ist sicher nicht der Fall. Ich möchte noch einiges sagen zum Subsidiaritätsproblem. Die EU ist für meine Begriffe ein fundamentaler Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip der länderspezifischen Ausschaltung oder Möglichkeiten der Ausschaltungsmöglichkeiten, den eigenen Zins zu bestimmen, den Wechselkurs zu bestimmen. Das ist jetzt macht die Zentrale für alle mit den entsprechenden Wirkungen, die ich aufgezeigt habe. Und das muss man noch viel mehr diskutieren. Also auch die EU ist ein fundamentaler Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip. Aber ich möchte noch etwas anderes hinzufügen, was das Subsidiaritätsprinzip vielleicht auch bedeutet. Und da komme ich auf die sogenannte Theorie optimaler Größen von Staaten. Das ist nicht uninteressant,
Wenn man die Frage stellt, ist eigentlich China zu groß? Ist Luxemburg zu klein? Ist Deutschland vielleicht gerade groß genug? Nobody knows. Da muss ja Kriterien haben, um das zu entscheiden. Vielleicht hilft folgender Ansatz. Man kann sagen, größere Staaten mit größeren Bevölkerung, größerer Population, deren Heterogenitäten sind größer als bei kleinen Staaten, weil kleinere Staaten bei weniger Population zumeist jedenfalls homogenere Präferenzen haben. Wenn Sie nach Dänemark fahren, da sehen Sie das. Das ist wie eine kleine Puppenstube. Die sind alle relativ homogen, sage ich mal so, nicht in allen Fragen. Aber wenn Sie größere Länder haben wie Deutschland, Frankreich, da ist es sehr viel heterogener. Und wenn die EU jetzt auf die EU bezogen mit 27 oder noch 28 Staaten, da ist die Heterogenität sehr groß. Und je mehr die EU erweitert wird, desto heterogener werden die Präferenzen der Bürger, der EU-Bürger. Und wenn ich jetzt, was die EU ja immer wieder sagt, eine Vertiefung, also eine Homogenisierung, eine Zentralisierung der Politik mache, bei mehr Heterogenität im Euro und in der EU, dann ist das gegenläufig. Oder anders ausgedrückt, wenn ich mehr Erweiterung will, dann darf ich nicht mehr Vertiefung machen. Wenn ich mehr Vertiefung will, darf ich nicht mehr Erweiterung machen. Dieser Trade-off, wie man sagen könnte, der ist im Regelfall schon da. Und wenn wir das jetzt beziehen auf, ich will nochmal auf die Flüchtlinge kommen, wir importieren Heterogenität. Migration heißt, es migriert die Unterschiedlichkeit der Präferenzen der Bürger. Das sind andere Präferenzen. Ohne dass wir sozusagen, oder bisher kann man sagen, dass die unterschiedlichen Präferenzen weit entfernt lagen. Nunmehr allerdings kommen sie auch, ohne dass das Territorium sich weitet, ins Land hinein, sodass man jetzt diese Heterogenität im Land hat. Dann ist die Frage, was machen wir mit dieser zunehmenden Heterogenität? Auch in der EU natürlich, aber ich kann das nicht mit einer stärkeren Homogenisierung versuchen. Das kann man versuchen, aber das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Jedenfalls die EU, die sowohl vertiefen will, als auch erweitern will, ist auf dem Holzwege. Das kann nicht gut gehen. Also Subsidiarität heißt, ich muss der Heterogenität der unterschiedlichen Präferenzen gemäß meine Politik ausrichten, sonst gibt es Heterogenitätskosten. Das heißt, die Unzufriedenheit der Menschen steigt, wenn eine Politik betrieben wird, die nicht den heterogenen Präferenzen der Menschen entspricht. Das ist die Lehre aus der Vergangenheit, glaube ich, und die sollte man ernst nehmen, dass auch das Verlangen nach noch mehr Erweiterung sehr behutsam angegangen werden muss, oder anders ausgedrückt, man muss die Frage stellen, ist denn die EU noch erweiterungsnotwendig? Und wenn ja, muss man den Subsidiaritätsgedanken natürlich sehr viel stärker in den Vordergrund schieben. Das heißt, die Verantwortung dann nicht auf die Zentrale, sondern auf die Länder, auf die Regionen und sogar auf die Kommunen stärker abgeben. Und da bin ich noch bei einem Gedanken, den ich herausstellen will. Ich bin sehr dafür, dass wir in der EU das Problem des Nationalen sehr viel stärker herausheben. Denn das Nationale ist die Wurzel, die Nationalstaaten sind die Wurzeln mit ihrer Kultur, mit ihrer Unterschiedlichkeit. Und mit allem, was sie mitbringen in die EU, sind die starken Komponenten der EU. Das macht Europa stark und nicht die Zentralisierung. Applaus
Das heißt natürlich, man kommt sofort in den Verdacht, wenn man das ausspricht, wir müssen das Nationale betonen und die unterschiedliche und die Heterogenität. Da kommt man sofort in den Verdacht des Nationalistischen. Das ist ja im Grunde immer heutzutage, liegt das alles im Grunde fast bei vielen jedenfalls auseinander. Ich schlage vor, dass wir sehr deutlich machen, dass wir die nationale Komponente in der EU stärken und uns dagegen wehren, dass das etwas mit Nationalismus zu tun hat, sondern im Gegenteil, das hat etwas zu tun. Ja, es hat etwas zu tun mit Wettbewerb der Unterschiedlichkeiten, mit Wettbewerb der Institutionen. Dann sollen wir mal sehen, wer welches Land und welche Regierung besser ist als eine andere. Und dazu brauchen wir natürlich auch einen beweglichen Euro. Also da brauchen wir Wechselkurse, die das indizieren. Und alles das hängt zusammen. Das heißt, wir müssen den Mut haben, dieses Nationale zu betonen und den Subsidiaritätsgedanken hervorzuheben für die weitere Entwicklung der EU. Ich mache hier einfach mal Schluss, meine lieben Damen und Herren, und bin bereit, natürlich über alles zu diskutieren. Ich könnte auch noch viel mehr sagen.